Ja. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Hören Sie mich? Ja, leider. Leider schon, weil heute ist ein Glückstag für Sie. Ach so. Ja, Sie haben das 1200er Anrufe bekommen. Das ist jetzt Aha. die 200.000. Verstehen Sie? Nee. Und immer wenn jemand anruft, Sie sagen einfach kein Interesse und Sie legen es auf. Warum? Bitte? Warum sagen Sie immer kein Interesse zu jedem? Wie ich sage, kein Interesse zu jedem, das verstehe ich nicht. Na, jeder einzige Person, die Ihnen anruft, Sie gehen einfach ran und sagen, ich habe kein Interesse. Und was haben Sie überhaupt kein Interesse, wenn ich fragen darf? Was reden Sie da? Ich verstehe überhaupt nicht, was Sie da jetzt sagen. Also nochmal, wir haben zusammen einen Termin gelassen, also Online-Training. Sie sind nicht rangegangen seit einer Woche. Jetzt gehen Sie Nö. ran und sagen leider. Wie kann das sein? Wer sind Sie denn überhaupt? Ich verschwende meine Zeit die ganze Zeit und statt mich zuzuhören, immer, Sie sagen einfach, oder entweder Sie legen es auf oder sagen, ich habe kein Interesse, kein Interesse. Es geht um ein Training. Sie müssen glücklich sein, wenn jemand Ihnen anruft und sagt, herzlich willkommen bei unserer Firma, weil hier die Sicherheit ist, Aber das bin ich doch um auch. mit Training zu handeln. Ich bin total Ja, dankbar. aber trotzdem, Sie sagen immer, ja, aber Sie gehen nie ran. Das stimmt doch Warum? überhaupt nicht. Ich gehe eigentlich fast immer ran. Doch, ich versuche seit einer Woche. Ich versuche das Nee, seit einer nee, nee, Woche. nee, du versuchst nicht seit Die einer Woche. Du Information, die ich versuchst seit bekomme, mehreren jeden Tag, Monaten, du bekomme ich Affe. nicht dasselbe. Ja, und Jahren auch. Es gibt auch Kunden, die ich seit Jahren anrufe, Ja, die also nicht schämst du rangehen, dich obwohl gar sie nicht, dass du Kunden seit 500 Jahren Euro investiert belästigst haben. Das Geld ist und da. betrügst? 500 Euro, das Geld ist da, keiner geht mehr ran. Du Was soll ich warst mit doch dem Geld der Typ, machen? der mir Bombentipps gegeben hat. Weißt du, wie du dich damals genannt hast? Wie heißt denn du heute? Das weißt du doch. Nee, sag mal deinen Namen. Wie ich hieß früher. Nee, nee, das sag ich dir dann nachher. Und dann sage ich dir meinen Namen. Und dann sehen wir, ob der Name Nein, deckungsgleich ist. vorher. Mal gucken, ob du dich daran erinnerst, wie du damals hieß. Matthias Schmidt, habe Matthias ich dir Schmidt. gesagt. Okay, cool. Damals hast du dich Ja. Bruno genannt. Da hab ich im Ich Video so eine Bruno. Einblendung gemacht. Irgendwie sowas wie Lebensweisheiten des Betrügers Bruno. Und dann hast du mich gebeten, mitzuschreiben. So, 5 Punkte. Aber du konntest selber nur bis 4 zählen. Und dann habe ich eingeblendet, ja, sobald du gelernt hast, bis 5 zu zählen, denke ich dann über ein Investment nach bei euch. Hast du in der Zwischenzeit mal gelernt, bis 5 zu zählen? Wo ich gerade mich befinde, sehr Matthias schwer für Schmidt, ey. Sie, eines Tages so wie mich zu sein. Verstehen Sie? Ich bin jemand. Und ich möchte auch, dass Sie auch jemand werden. Wachen Sie auf und machen Sie die Augen Ja, auf, aber meinst du, was du in bist dieser das Welt richtige passiert ist. Vorbild, da jemand zu Wie werden? die Preise steigen und fallen und diese Welt am Arsch ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber Sie können jetzt für Sie selber etwas tun und Ihr Leben ändern. Selber, nicht ohne mich. Mich brauchen Sie nicht. Ich bin einfach nur ein Finanzberater, der Tipps gibt und Informationen, wo Sie investieren sollen und wo nicht. Wie viel Sie investieren für Ihr Leben, Ihre Kinder oder Ihre Zukunft, ist dann Gott, ey. Ihre Entscheidung. Ich meine. Oh. Nee, super, dass du da ein paar Tipps für mich hast. Möchten Sie einfach mit mir arbeiten oder möchten Sie aufgeben, Auf damit ich das jeden Fall möchte ich mit dir verstehe, arbeiten. Du bist verstehen kann? hochseriös. Möchte ich mit dir arbeiten. Also, fangen wir an. Ja. Öffnen Sie erstmal Ihren Computer, machen Sie Ihren PC. Jo. Gehen Sie zu Google. Weißt du, der Punkt ist doch der jetzt, ne? Also gestern, beziehungsweise es war ja heute Morgen zum Beispiel, ne? Da war das so. Ich war auf Twitch. Kennen Sie die Plattform? Nein, kenne ich nicht. Sie kennen Twitch nicht? Ja, egal. Kann ja nicht jeder so Nein, kenne ich nicht. hochkultiviert sein wie ich. Also ich kenne die Plattform jedenfalls und dann gehe ich da so auf Twitch und guck so, Mensch, wer ist denn da so online? Und dann habe ich da also das wurde mir von Twitch vorgeschlagen, so ein Musikerduo.
das Duo Barau. Und da muss ich sagen, also die haben es mir wirklich angetan. Also das sind zwei Leute aus Brasilien, eine Frau und ein Mann, glaube ich. Also das sind Lisa und Henrique oder Henrique. Und da muss ich sagen, das hat der einfach aufgelegt. Sowas. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Gerne mit Herrn Theodor Fall, ja? Ja. Herr Fall, Lukas Alas spricht am Apparat von der Firma Blockchain, das ist Überwachungsabteilung. Und wir haben ein paar Informationen bekommen, ja, dass Sie auf dem Finanzmarkt eine manuelle System aktiviert haben, ja. Aber Sie können nicht Ihre Balance und Ihre Profit ja abheben. Wir müssen diese Informationen prüfen. Also es geht nur darum, Infos zu prüfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, wir müssen diese Informationen prüfen, genau. Dann machen wir mal, dann machen Sie mal. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Geld investiert, eine manuelle System aktiviert oder noch nicht? Sie haben mich doch gerade angerufen mit dem Hinweis, dass ich ein manuelles System aktiviert hätte. Und jetzt fragen... Hä? Hä? Ja? Hallo? Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Echt? Ja? Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Matteo Lewandowski, Überwachungsabteilung von Blockchain. Verstehen Sie mich? Es geht so, es rauscht ein bisschen. Und ich höre mich doppelt. Was willst du? Warum rufst du? Hallo? Hallo? Haben Sie Erfahrung gegenüber Finanzmarkt oder nicht? Wer sind Sie überhaupt? Matteo Lewandowski spricht am Apparat. Ja, und woher kennen wir uns? Wir kennen uns nicht, leider. Aber ich sehe auf meinen Bildschirm, dass Sie schon ein paar Transaktionen am Finanzbörse gemacht haben. Ist das korrekt? Ich weiß nicht, was Sie meinen genau. Was meinen Sie denn genau? Es geht Handel. Es geht um Handel am Finanzmarkt, um Geld zu verdienen oder um Geld zu profitieren, ja? Ja, aber was genau meinen Sie denn? Haben Sie schon gehandelt? Wissen Sie, was der Finanzmarkt ist? Ja, aber Sie, worauf wollen Sie denn hinaus? Was meinen Sie denn? Ja, das hat ihn dann überfordert. Ach, Mann. Ja? Hallo? Guten Tag. Herr Block, eines Gottes, kam ab alles von Blockchain. Es geht um Ihre Aktivitäten auf den Finanzmärkten. Verstehen Sie mich? Nein, sehr schlecht nur. Nehmen Sie mal das Mikrofon aus dem Mund. Dann können wir uns vielleicht verstehen. Mein Name ist Anna, Anna Scott. Schönen guten Morgen. Ich bin nicht von Überwachungsabteilung von Blockchain. Wie ich weiß, wir haben am Finanzmarkt Geld investiert, ja? 250 Euro. Ja, woher wissen Sie das? Korrekt, bitte. Ich bin von Überwachungsabteilung von Blockchain und ich sehe das unter Ihrem Namen, steht blockierte Transaktion. Aha, ich dachte Blockchain wäre anonym, damit nur mit Zahlen. Schauen Sie bitte, außer diese 250 Euro, haben Sie andere Geld investiert? Ja, wenn Sie da in der Überwachungsabteilung sitzen, dann wissen Sie das doch. Ja, aber bestimmt wissen Sie das, das ist häufig, ja. Kann bitte? Kann nicht alles per Telefon sagen. Sie sind Herr Theodor Fall, ja? Ja. Sehr gut. Herr Fall. Ich meinte mich wegen Ihrer blockierten Transaktionen. Diese Geld, welche haben Sie investiert, das haben Sie blockiert. Haben Sie bis
bisher Auszahlungen getätigt. Der Profiten, haben Sie auch gezahlt? Nein, das Geld ist ja blockiert, wie Sie gerade gesagt haben. Das habe ich ja gesperrt sozusagen. Ja, genau. Deswegen melde ich mich. Sie haben heute Möglichkeit, diese blockierte Geld wieder aktivieren. Aber das geht Sie ja gar nichts an, welches Geld ich blockiere und welches nicht. Was haben Sie damit zu tun? Unsere Aufgabe ist, für diese blockierten Transaktionen wieder aktivieren. Natürlich, wenn Sie es wollen. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch meine Entscheidung, wann ich das mache. Okay, das ist Ihre Entscheidung. So, wollen Sie diese Geld wieder aktivieren oder wollen Sie nicht? Also aktuell nicht. Ich warte darauf, dass der Bitcoin-Kurs ja noch steigt. Okay. Das ist Ihre Entscheidung. Ciao. Fall? Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Alles gut, ich bin der Papa von Übersachungsabteilung Blockchain. Ja, Sie schon wieder. Sie sind wie immer sehr schlecht zu verstehen. Schon wieder aufgelegt, so kann's gehen. Ja? Hallo? 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 Zu blöd zum Telefonieren, oder? Woran liegt's? Ja? Ja? Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Lukas Alas spricht am Apparat von der Firma Blockchain, das ist Überwachungsabteilung. Und mit unserer Information, ja, Sie haben am Finanzmarkt Geld investiert, aber Sie können nicht Ihre Balance und Ihre Profite abheben. Es ist korrekt, ja? Ja. Okay. Ja, weil unter Ihrem Namen, ja, wir sehen nur eine Transaktion mit 250 Euro. Und alle anderen Transaktionen gibt es in verschiedenen Kryptowährungen. Das ist Grund auch von unserem Anruf. Ja. Und deswegen habe ich Ihnen gesagt, dass Sie Ihre Balance und Ihre Plattform nicht selber verwalten können. Ach so. Verstehen Sie mich, ja? Okay. Ja. Und Herr Fall, sagen Sie mir bitte, haben Sie nur 250 investiert oder mehr auch? Ja, ja, 250, wie Sie gesagt haben. Nur 250, nicht mehr. Genau. Okay. In diesem Fall, Herr Fall, wir können nur Folgendes machen, ja? Wie ich gesagt habe, das ist keine Broker-Firma, aber wir können Ihnen ja eine richtige Plattform empfehlen, wo Sie diese 250 Euro als Bonus bekommen können. Verstehen Sie mich? Was ist das für eine Plattform? Das ist eine vollautomatische Handelssoftware, Herr Fall. Die können sich selber verwalten, ja? Also die Plattform heißt vollautomatische Handelssoftware. Nein, diese Plattform heißt MT5. MT5, okay, mit MT5. Und das ist vollautomatische Handelssoftware. Und dafür, Sie brauchen dann zusätzlich 200 Euro, ja? Und von dieser Firma, Sie bekommen dann, ja, 250 Euro, sozusagen Ihren Betrag als Bonus. Und insgesamt, Sie können schon mit 450 Euro am Finanzmarkt Handel anfangen. Aber in diesem Fall, Sie können schon alles selber verwalten, ohne andere Person. Ohne Broker, ohne Berater, ja? Und diese 250 Euro, wo kommen die dann her? Was meinen Sie damit? Na, Sie sagen doch, ich kann dann auf MT5 200 Euro einzahlen und ich kriege dann noch... Wir geben das nicht. Bitte? Herr Fall, wie ich gesagt habe, wir machen das nicht. Das ist nicht unsere Plattform. Wir können nur eine richtige Firma empfehlen, wo Sie diese vollautomatische Handelssoftware aktivieren können und von dieser Firma. Ja. Sie bekommen dann diese 250 Euro genau. Bonus, ja? Ja, und genau, da war jetzt meine Frage... wo kommt das Geld denn her? Schenkt die Firma mir das einfach oder wo kommt das Geld her? Genau, diese Firma gibt Ihnen eine Plattform und Sie bekommen diese 250 Euro auf Ihre Plattform als Guthaben. Ach so, geschenkt quasi. Und wenn Sie zum Beispiel... Nein, das ist keine Geschenk, ja, weil Sie können nicht diese 250 Euro so ganz einfach abheben.
Sie können mit diesen 250 Euro sozusagen am Finanzmarkt handeln. Und wenn Sie damit Geld profitieren, Sie können schon Ihre Profite abheben. Ja. Aber wenn ja, das können wir gerne machen. Sie mit dem System auch unzufrieden bleiben, ja, Sie können schon Ihre 200 Euro sogar einfach ohne Minus abheben, ja, Ihre, sozusagen Ihre Profite auch inklusive, aber diese 250 Euro bleibt sozusagen bei dieser Firma. Ja gut, aber das ist ja kein Problem, dann kann ich ja die Gewinne mir auszahlen lassen. Genau, Sie können ja, das klingt gut. Jeden Tag auch auszahlen lassen, ja, aber diese 200 Euro, 50 Euro, Sie können nicht jederzeit abheben. Das leider geht nicht. Ja, das macht ja nichts. Wenn ich mir die Gewinne auszahlen lassen kann, dann macht das ja nichts, dass ich die 215 nicht auszahlen lassen kann. Das kann mir ja dann egal sein, weil ich ja die Gewinne dann habe. Nein. Ich habe etwas falsch verstanden. Schauen Sie bitte noch einmal, ja? Diese Firma gibt Ihnen diese 250 Euro als Bonus, ja? Ja. Und denken Sie bitte dran, mit 200 Euro, weil Sie für die Aktivation brauchen, ja? Sie können nicht so große Summe profitieren. Aber mit 450 Euro, es ist schon ganz einfache Mathematik, ja? Sie können dann mehr Geld profitieren. Genau, und ich kann mir die 205... mehr Geld auch profitieren. Genau, und ich kann mir die... Genau, und ich kann mir die... Lassen Sie mich doch jetzt auch mal reden, Mensch. Bitte? Also, habe ich das denn richtig verstanden? Ich kann mir die Gewinne der 250 Euro auszahlen lassen, aber nicht die 250 Euro selbst. Richtig? Nein. Ich habe das auch falsch aber gemacht. Wozu dann die 250 Euro? Das verstehe ich dann nicht. Moment bitte. Wenn Sie mit diesem Bonus, ja, mit diesen 250 Euro Geld profitieren, beispielsweise 20 oder 50 Euro, ja, Sie können diese Summe abheben. Aber 250 Euro, ja, Sie können nicht jederzeit abheben. Aber das habe ich doch genauso gerade gesagt. Die 250 Euro kann ich nicht abheben, aber die Gewinne davon, die kann ich abheben. Genau, Sie können... Ja, habe ich doch gerade gesagt. Da haben Sie gesagt, nein. Nein, ich habe das nicht gesagt. Gewinne, Sie können jederzeit abheben. Ja, also doch. Das ist Ihre Geld. So, und dann habe ich gesagt, dann kann mir das mit den 250 Euro ja egal sein, weil dann kann, dass ich die nicht abheben kann, weil dann kann ich ja die Gewinne abheben. Da profitiere ich ja dann auch davon. Genau, ich meine so, das auch. So, haben wir es doch. Haben wir es doch noch. So. Was aber muss ich jetzt machen? Nein. Mein Moment. Ja, was jetzt wieder? Nein. Sie wissen auch nicht, was Sie wollen. Sie verstehen etwas nicht. Ja, was verstehe ich denn nicht? Erklären Sie mir das mal. Euro, diese 250 Euro, ja, was Sie von dieser Firma bekommen, ja, bekommen werden, Sie können nicht jederzeit abheben. Das geht nicht. Ja. Aber diese Profit, was Sie mit diesen 250 genau, Euro genau, die Gewinne, können, ja, genau, die sag ich ganz ein. Sie können einfach jederzeit auch abheben. Genau. Haben Sie das auch sehr gut verstanden? Ja, ich habe das verstanden. Ich bin, glaube ich, derjenige von uns beiden, der das verstanden hat. Was muss ich jetzt genau machen? Ja, weil in diesem Fall, Sie müssen ja zusätzlich 200 Euro, ja, für dieses System bezahlen, ja, sozusagen als Ihre Kautionssumme, aber nach dieser Probezeit, was Sie in diesem Firma haben, ja, Sie können unseres System, ja, dieses System mit 250 Euro testen, beobachten, wie das geht, und falls Sie damit unzufrieden bleiben, Sie können Ihre 200 Euro ganz einfach abheben, ohne Minus, ohne Gebühren, ja. Aber diese 250 Euro, was Sie von, sozusagen von dieser Firma als Bonus bekommen, bleibt in dieser Firma auch. Genau, ja. Aber wenn Sie in dieser Firma langfristig bleiben, ja, und dieses System langfristig nutzen, in diesem Fall, Sie können schon, ja, mit 450 Euro am Finanzmarkt weiterarbeiten. Und wenn Sie damit Geld profitieren, diese Profite, Sie können jeden Tag auch abheben. Ja, das hatte ich verstanden. Genau. Haben Sie? Genau. Und noch eine Frage jetzt. Möchten Sie dieses System zwei Wochen lang sozusagen testen und beobachten? Also ein Demokonto oder dann, wie? Oder wie? Genau, ja. Ja.
Können wir machen. Kann man auch so sozusagen sozusagen. Ja. Genau, richtig. Können wir machen. Weil wir in diese Probezeit, sie müssen... Ja, können wir machen. Sozusagen mit diesen zwei... Okay, alles klar. In diesem Fall, Herr Falli, ich muss Ihnen mit unserer Finanzabteilung weiterleiten, ja? Jo, dann ein machen Sie es mal. Das ist einer der Leute, die sabbeln und sabbeln und sabbeln und sabbeln und man kriegt nicht raus, was sie eigentlich wollen, ne? Die kriegen natürlich eine Provision, wenn man dann tatsächlich 200 Euro einzahlt. Das Geld ist weg. Die kriegen Provision und ja. Hallo? Guten Tag. Ich grüße Sie. Sie wurden gerade weitergeleitet. Herr Kaminer ist mein Name. Ich helfe Ihnen gerne weiter. Ja, wunderbar. Ja, natürlich wunderbar. Ich denke mal, Sie haben die weitere Frage, ja? Wie meinen Sie das? Also die Frage ist ja jetzt, was muss ich jetzt machen? Jetzt einfach kann ich von meiner Seite für Sie Handelskonto erstellen. Ich denke, ja, dann machen Sie das mal. Maximal 2 Minuten dauern und dann können wir schon zusammen handeln anfangen. Ja, wunderbar. Mit dem Demokonto, sagte der Kollege, ne? Ja, wie ein Demokonto. Was heißt hier wie ein Demokonto? Ich habe gefragt, ein Demokonto, und dann sagte er so, ja, ein Demokonto. Nein, also Startkapital ja, was jetzt? Brauchen Sie auf jeden Fall. Bei den Demo brauchen Sie gar kein Startkapital. Ich habe doch extra gefragt, ob das ein Demokonto ist. Da sagte der Kollege, ja, das ist ein Demokonto. Der Kollege hat falsch, das ist kein Demokonto. Ach so, okay. Sie brauchen das alles klar, okay. Gut, welche Zahlungsmöglichkeiten haben Sie? Womit können Sie Startsumme 200 Euro einzahlen? Ja, ich zahle natürlich überhaupt gar kein Geld ein. Meinen Sie, ich zahle jetzt bei irgendeiner Firma oder arbeite mit jemandem zusammen, der so schludert, wenn es um Infos geht? Ich frage den Kollegen Demokonto, er sagt ja, reicht mich an Sie weiter? Sie sagen, nee, doch nicht. Also bitte. Mit dem arbeite ich noch nicht zusammen, mit so einer Firma, die so unschlüssig ist. Okay, kein Problem. Jo. Arbeiten Sie mit besseren Firmen und ich wünsche Ihnen viele Verluste. Ja, alles klar. Tschüss, du Betrüger. Da zeigen Sie mal Ihr wahres Gesicht, ne? Dann wünsche ich Ihnen viele Verluste, ja. Ja? Ja? Hallo? Ja? Hallo? 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 Guten Tag, spreche ich mit Theodor Wall? Ja. Mein Name ist Dana von der Firma B-Media. Es geht um Online-Handel mit Aktien, Kryptowährung. Haben Sie am Abend ein bisschen Zeit für ein kleines Telefonat? Ja. Darf ich fragen, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich gemacht oder sind Sie Neuling? Ja, also Erfahrung schon, aber ja, ich würde mich trotzdem noch als Anfänger oder Neuling bezeichnen. Ach so, und mit was genau haben Sie gehandelt? Also gehandelt eigentlich noch gar nicht, eher gefuselt mit so einer Software, die hat das automatisch gemacht. Aha. Okay, und vielleicht am Abend, möchten Sie allgemeine Informationen bekommen? Ja, sehr gerne. Oder sind Sie mir sind Sie berufstätig, arbeiten Sie? Ja. Gerade im Homeoffice, aber ja. Okay, dann in diesem Fall würden Sie am Abend von unserem Broker von der Plattform FNP Markets angerufen und würde allgemeine Informationen bekommen.
Darf ich fragen, aber wenn Ihnen die Informationen von unserem Broker gefallen werden, wären Sie interessiert zu investieren zum Beispiel? Ja, das gucken wir dann, ne? Wie spät ruft er mich an? Ja. Wann ist okay für Sie? Ja, so um 18 Uhr rum. 18, 19, 17? Oh ja, super. Okay, Herr Theodor, dann bis Fall ist heute mein Name. Abend um 18 Uhr. Ja, alles klar. Wie bitte? Alles klar, 18 Uhr. Okay, ich danke Ihnen jo. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ebenso, danke. Jo, ciao. Ja? Schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Theodor Fall? Ja? Wunderbar. Herr Fall, Sophie Fischer ist am Apparat. Ich habe gerade Ihre Daten gekriegt. Ich werde Ihnen dabei helfen, Ihre offizielle Konto zu aktivieren. Moment, eine Sekunde bitte. Worum geht's bitte? So, okay, Herr. Es geht um Ihre Interesse an Finanzmarkt. Sie möchten mit Kryptowährungen handeln. Bin ich richtig? Aber was meinen Sie mit Konto? Was meinen Sie damit? Also, Sie brauchen jetzt ein Konto zu aktivieren, worunter Sie schon offizielles Handeln beginnen und worunter Sie noch weitere Investitionen tätigen werden und natürlich Geld noch auszahlen werden, ja? Woher kennen wir uns denn bitte? Herr Fall, Sie haben jetzt gerade Registration vorgenommen in ausgehenden System und ich habe Ihre Daten gekriegt. Ich bin Ihre Ansprechpartnerin und ich werde Ihnen dabei helfen, okay? Nee, nicht okay, weil ich kenne Sie überhaupt nicht. Okay, mein Name ist Sophie Fischer. Ja, aber nochmal die Frage, wie kommen Sie dazu, jetzt mich anzurufen und irgendwas zu reden von Konto aktivieren? Ja, weil Sie haben Wunsch geäußert auf dem Finanzmarkt. Ja, wann habe ich das denn gemacht? Und jetzt gerade habe ich Ihre Daten weitergeleitet gekriegt. Ja, und woher? Sie haben Registration vorgenommen. Wann? Und wo? Selbst. Jetzt, vor... Nee. Moment. Sie haben im Internet gelesen, bisschen... Und Sie möchten, wie ich sehe, auf dem Finanzmarkt, Sie haben Wunsch und Interesse geäußert und Sie sind dafür bereits schon fertig. Ja, ich habe Ihnen angerufen, damit ich Ihnen dabei helfe, damit Sie erst eine offizielle Anerkennung kriegen werden und mit offizieller Lizenznummer richtige Handeln beginnen. Aber Sie haben meine Frage jetzt nicht beantwortet. Also Sie haben mir gefragt, wann haben Sie Registration getätigt? Genau. Das sollen Sie selber wissen, nicht ich. Genau. Nein, ich möchte gerne wissen. Das sehe ich im System nicht. Das sehen Sie nicht. Okay, sehen Sie nicht. Dann rufen Sie illegitim an. Das interessiert mich auch nicht, Herr Fall. Okay, interessiert Sie nicht. Dann ist die Geschichte ja an der Stelle beendet. Tschüss. Fall? Super. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Theodor Fall, ja? Ja, habe ich doch gesagt. Annika Emmer ist mein Name und ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung für das Online-Handel. Es geht Was für eine Anmeldung? Denn Sie hatten daran Online-Handel, Handel mit Aktienwährungen, Kryptowährungen. Aber was für eine Anmeldung? Anmeldung für das Online-Handel. Ja, was für eine Anmeldung? Bitcoin-Code war Werbung. Da haben Ach so, Sie um die Geschichte geht's. Okay. Okay, und Ihre Anmeldung wird dann mich weitergeleitet. Alles klar. Dabei helfen, Ihr Handelskonto offiziell zu aktivieren. Ah ja, okay. Sind Sie gerade frei? Haben Sie vielleicht Computerzugang? Ja, habe ich. Ich habe Zeit. Und haben Sie Internet auch, ja? Ja, habe ich. Okay, haben Sie in Ihrem Computer Software AnyDesk oder TeamViewer schon gespeichert oder noch nicht?
Wie heißt das zweite Programm? Team Viva oder Team Viva. Anydesk. Also das zweite ja. Programm heißt Team Viva oder Anydesk. So heißt das Programm. Nein, Team Viva ist Team Viva. Programm und okay. Das heißt Anydesk. Also ich hatte ja nach dem zweiten Programm gefragt, was Sie zuerst genannt haben. Das heißt wie? Anydesk. Nein, Sie hatten vorhin zuerst Anydesk und dann als zweites noch ein anderes Programm genannt. Das heißt wie? Team Viva. Team Viva. Wurde das damals von dem Fernsehsender ja. Viva rausgegeben oder was ist das für ein Programm? Das ist eine Software, womit man online Verbindung aufbauen kann. Okay, und das heißt Team Viva. Also jetzt nicht das Programm, was so ähnlich klingt, Team Viewer, sondern Team Viva. Ja. Ja. Okay. Wurde das damals vom Fernsehsender Viva auch rausgegeben oder ist das was anderes? Brauchen Sie unsere Hilfe oder nicht? Sagen Sie mir bitte einfach direkt. Ja, beantworten Sie doch erstmal meine Frage. Ja, super. Ja? Hallo, spreche ich mit Herrn Theodor Fual? Ja. Ich grüße Sie, Stefanie Breuer ist am Apparat. Ich kontaktiere Sie wegen Ihrer Aussage, Herr Fall. Ich möchte Informationen überprüfen lassen. Haben Was? Sie versucht, den Betrag gestern Vormittag auszuzahlen? Was für eine Auszahlung? Also, Sie haben doch das Geld im Kryptos investiert, ja, und dann verloren. Aber was für eine Auszahlung? Also, es geht um Krypto. Sie besitzen bei uns also Bitcoin. Und genau deswegen habe ich Ihnen angerufen, weil jemand hat versucht, Ihr Betrag gestern Vormittag dreimal auszuzahlen. Oha! Nee, dann bitte Zugang sperren. Das war ich nicht. Okay, also, ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse. Es ist ttheodor. Dann kommt hier friedrich@gmail.com, stimmt? Also meine E-Mail-Adresse ist t.wie-theodor.effi-friedrich@gmail.com. Ach nein, also t. Dann kommt Aber wie konnte sich denn Hallo? Da jemand Zugang zu meinem Account verschaffen? Das Hatten Sie eine Sicherheitslücke, oder wie? Also, ich weiß, also dieses Bitcoin ist nicht an Ihr Name angemeldet, ja? Und also ich weiß, jemand hat versucht, dieses Betrag dreimal auszuzahlen und wir haben diese Transaktion also blockiert, ja? Weil wir sollen sicher sein, dass wirklich Sie machen diese Transaktion und... Ja, ich habe ja die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die habe ich ja aktiviert. Okay. Aber trotzdem, zur also, Sicherheit mal sperren, ne? Ja. Können Sie mir bitte nochmal Ihre E-Mail-Adresse sagen? Ja, das ist doch die Sie haben. Das ist doch tvtheodor.effifriedrich@gmail.com. Mhm. Okay, dann schicke ich Ihnen eine E-Mail mit allen Zugangsdaten. Ich schicke Ihnen auch diese Blockchain-Wallet. Wo können Sie das Geld selber anschauen und auch, wenn Sie möchten, es auch überprüfen? Aber ich benötige auch Bestätigung, dass Sie wirklich Herr Theodor voll sind und bitte schicken Sie mir dann Ausweis, Pass oder Führerschein, ja? Das habe ich doch schon gemacht. Es geht doch jetzt darum, dass jemand unberechtigt Zugriff auf mein Konto hatte. So, das heißt also Konto bitte sperren, bis der Sachverhalt geklärt ist, bis die technischen Probleme behoben sind. Wieso muss ich mich denn jetzt nochmal verifizieren? Es ist schon gesperrt. Okay, wunderbar. Wunderbar. Von der Supportabteilung von Blockchain. Ja, wunderbar, okay. Das heißt, Sie melden sich einfach wieder, wenn Sie herausgefunden haben, wer sich da unberechtigt Zugang verschafft hat und bis die technischen Probleme dann behoben sind. Am besten. Also es war Ihre damalige Firma oder damaliges Broker. Und genau deswegen habe ich Ihnen angerufen,
ja, aber ich möchte auch, wir sollen hundertprozentig sicher sein, dass der wirkliche Theodor-Fall ist. Genau deswegen benötige ja, ich nochmal den Ausweis oder Führerschein oder Pass oder eine Rechnung, wo Ihre Name und aktuelle Adresse steht, ja? Aber ich bin doch immer ich gewesen. Sie bekommen eine Mail von mir, von Stefanie Breuer, und bitte, dann ich warte auf Ihre Rückmeldung, ja? Wenn Sie mir also kein Mail zurückschicken, dann soll ich diese, also Bitcoins wieder an Blockchain weiterleiten. Hä? Also, ich bin doch schon immer ich gewesen. Die Frage ist doch jetzt, wer hat sich da unberechtigterweise Zugriff auf mein Konto verschafft? Und wollte eine Transaktion tätigen. Das ist doch die Frage. Oder wissen Sie das, wer das war? Also, das weiß ich nicht. Also, jemand hat Ihr Name, so. Nachname also eingegeben, ja? Also, ich weiß nicht, wer. Ist mir schon klar. Genau deswegen benötige ich nochmal von Ihrer Seite Bestätigung, ja? Nochmal, also, obwohl ich meinen Account schon verifiziert habe. Oder was? Also, ich schicke Ihnen ein Dokument. Und schicken Sie mir bitte... Wozu ist das nötig? Wie ich Ihnen schon gesagt habe, Ausweis, Pass oder Führerschein, ja? Und noch eine Frage. Habe ich doch alles schon gemacht. Sie haben die Daten doch bereits. Also, wir sollen es nochmal überprüfen. Genau. Ja, warum denn nochmal? Sie kennen mich doch. Sie haben mich doch angerufen. Sie wissen doch, dass ich bin. Sagen Sie mir genau, wie viel besitzen Sie bei uns. Hä? Das sehen Sie doch da in der Registration. Aber ich benötige es von Ihrer Seite zu hören. Wie viel besitzen Sie von, also bei uns? Also, wozu müssen Sie das jetzt wissen? Also, Herr Voll, also alle unsere Gespräche wird ausgenommen. Genau deswegen sollen Sie diese Fragen also beantworten, ja? Sagen Sie mir bitte. Ja, wozu müssen Sie das wissen? Also, Herr Voll. Dieser Betrag steht unter Ihrem Namen, aber jemand hat versucht, diesen Betrag dreimal auszuzahlen. Genau, das habe ich verstanden. Genau deswegen soll ich Ihnen diese Frage stellen. Sagen Sie mir bitte, wie viel besitzen Sie Blockchain? Wie viel besitze ich was? Bei uns, wie viel besitzen Sie? Ja, von was? Von Bitcoin. Bitcoin, okay. Also Bitcoin, von welcher Firma genau sind Sie denn? Welchem Broker? Wir kontrollieren alle Transaktionen, was auf dem Finanzmarkt passiert. Ja, aber ich sage Ihnen ja jetzt nicht alle Bitcoins, die ich besitze, auf einer Plattform. Also da müssen Sie mir schon sagen, von welcher Plattform Sie sind, damit ich dann überlegen kann, was das ungefähr ist. Schade, ich wollte Sie noch als dummes Stück Scheiße bezeichnen. Hat sie leider aufgelegt. Ja? Hallo? Ja, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Wahl? Ja? Grüße Sie, Herr Wahl. Mein Name ist Kippas. Ich melde mich gerade von der Blockchain-Restabteilung, Herr Wahl. Haben Sie gerade Zeit? Ja. Folgendes. Also Sie haben auch einen Anruf von unserer Mitarbeiterin bekommen. Es geht um Ihre Kryptos, Herr Wahl. Mhm. War das die Mitarbeiterin gerade eben? Genau. Ja, warum hat sie denn aufgelegt? Das weiß ich nicht. Ich habe jetzt gerade den Fall übernommen, Herr Fall. Und wie gesagt, ich werde Ihnen kurz erklären, worum es geht. Ja. Also, Sie besitzen verschiedene Kryptowährungen. Sie haben auch Bitcoins. So, also jemand hat versucht, vor ein paar Tagen das Geld bzw. Kryptos über unsere Plattform zu abheben, also über Blockchain. Welche Plattform denn? Ein Versuch. Bitte? Welche Plattform denn? Das war da, wo die Kollegin aufgelegt hatte. Blockchain.com. Blockchain.com, okay, dann ist gut, weil da habe ich keine Bitcoins gelagert. Nee, also Bitcoin, also Blockchain ist ECB für die Kryptowährungen. Alle Einzahlung und Auszahlung läuft über Blockchain. Also wir kontrollieren jede Transaktion. Also wir sind Krypto und also Blockchain ist eine große und Haupt-Krypto-Börse der Welt. Herr Paul. Ja, aber wie gesagt, auf Blockchain.com habe ich überhaupt gar keine Kryptowährung. Deswegen, dann scheint das ja nicht mein Account gewesen zu sein.
unsere Plattform haben Sie natürlich kein Konto, aber wie gesagt, jemand hat Ihre Kryptos, wie soll ich das sagen, so abgezogen. Nee, die können ja keine Kryptos abziehen, wenn ich keine habe. Das haut ja nicht hin. Natürlich. Doch, Sie hatten doch Aktivitäten auf der Finanzmarkt gehabt. Also haben Sie eins. Ja, aber nicht bei Blockchain.com. Naja, also, wenn Sie mal bitte kurz so. Also nicht bei uns, sondern also wir kontrollieren alle Handelsplattformen. Wir kontrollieren alle. Also Sie sind von der BaFin, oder was? Alle. Genau. Ach so. Warum sagen Sie das nicht gleich? Genau. Warum sagt die Kollegin das nicht? Hat das nicht gesagt? Nee, hat sie nicht gesagt, nee. So, und Herr Fall, folgendes, Sie haben, als Sie das Geld eingezahlt haben in irgendwelche Krypto-Exchange, also Krypto-Börse, das Geld wurde natürlich sofort in Krypto umgetauscht, ja, und mit dem Kryptos wurde auch gehandelt. Sie hatten auch... Das stimmt doch gar nicht. ...damalige Finanzen. Bitte? Das stimmt doch gar nicht. Ich habe erstmal Geld eingezahlt gehabt auf Binance und dann habe ich das Geld da erstmal so einen Monat ungefähr liegen lassen, um mir dann ein Portfolio aufzubauen. Und dann habe ich doch verschiedene Kryptowährungen gekauft, aber gehandelt habe ich überhaupt nicht. Also bei uns scheint natürlich, dass Sie ein aktives Konto haben. Ja, bei Binance, aber nicht bei Ihnen oder nicht bei... Was hat die BaFin damit zu tun? Also... Ja, ich weiß. Also ich weiß, dass Sie ein Binance-Konto haben. Woher das aber, denn? Ich rede natürlich, wir sehen, wie gesagt, also wir sehen, Sie haben doch ein aktives Crypto-Wallet. Nee. Ja, an der Binance. Ja. Ja, gut, diese automatische Broker-Wallet da, ja. Genau, natürlich. Damit kontrollieren wir natürlich. Und damit ist alles sichtbar natürlich, aber nur in unserem System. Nur Blockchain sieht das. Okay, und wie haben Sie das technisch gemacht, dass Sie das sehen können? Was heißt, wie haben wir es gemacht? Ja, also wenn ich jetzt bei Binance da, jetzt bleiben wir mal bei Bitcoin, wenn ich da bei Binance Bitcoins habe, wie sehen Sie das denn dann? Genau. Wie können Sie das sehen? Wie funktioniert das technisch? Ich kann das Ihnen zeigen, wenn Sie, sind Sie gerade am Rechner? Erklären Sie es mir einfach. Kann ich nicht, also wie gesagt, ja, gut. Ich kann das, so kann man nicht erklären, wie es alles funktioniert. Es ist schwer, also wie gesagt, so technisch alles zu beschreiben. Nee, das funktioniert deswegen nicht, weil sie ein dummes Stück Scheiße sind, was versucht, mich zu betrügen. Und es geht technisch überhaupt nicht, aus Zahlencodes herauszulesen, wer dahinter steckt. Ne? Deswegen können sie das nicht erklären. Also, folgendes der Fall. Unser Interesse liegt jetzt gerade nicht daran. Also, unser Interesse liegt jetzt gerade daran, dass Sie, wie gesagt, Kryptos besitzen und womit, gehandelt wurde. Du bist echt nicht zu beneiden, wirklich nicht. Ja, also, wie gesagt, sagen Sie mir bitte einfach Ihre E-Mail-Adresse, wo ich Sie erreichen kann. Und ich schicke ein Dokument und lese es mal bitte kurz vor, okay? Er friert die Hölle ein. Bitte? Du hast mich schon verstanden. Können Sie mir bitte Ihre E-Mail geben? Nee. Nein. Warum? Schämt man sich eigentlich manchmal so kurz vor Weihnachten, wenn man Leute betrügt und um all ihr Geld abzocken will? Oder hat man manchmal auch sowas wie ein Gewissen? Warum haben Sie solche Gefühle? Habe ich doch gerade erklärt. Hast du mir nicht zugehört? Nicht du, sondern Sie. Zuerst und zweites Case können Sie... Du versuchst mich zu betrügen um all mein Geld. Und dann soll ich dir gegenüber noch so höflich sein und siezen? In was für einer Welt lebst du eigentlich? Wer versucht es? Wer hat versucht? Und wer macht das täglich? Können Sie mir bitte sagen? Hallo? Ja, ich bin da am Apparat. Ich lege nicht auf. Denk mal nach, warum ich nicht auflege. Bei so einem Stück Scheiße wie dir. Jetzt hat er aufgelegt. Ja? Hallo? Hallo. Guten Tag.
schönen guten Tag, Lea Holmama Faraz. Es geht um Ihre Aktivitäten auf dem Finanzmarkt. Hatten Sie vorhin schon mal angerufen? Sie haben es schon angerufen. Nein, ich rede jetzt mit Ihnen zum ersten Mal. Okay. Ja? Was ist das da für ein Rauschen? Ich höre mich auch doppelt. So. Nochmal bitte. Es rauscht und ich höre mich doppelt. So, jetzt hören Sie besser. Ja, weiß ich jetzt nach der Kürze der Zeit nicht. So, was kann ich denn tun für Sie? So, Sie haben schon Erfahrung, ja, auf dem Finanzmarkt. Haben Sie schon gehandelt, richtig, ja? Ja. Haben Sie alleine gemacht oder mit einem Broker? Ja, alleine auf einer Brokerplattform. Ja, und dann haben Sie Geld investiert und keinen Cent zurückbekommen, oder? Nee, ich habe mir das ja noch nicht auszahlen lassen. Haben Sie? Handeln Sie immer noch? Ja, was verstehen Sie denn unter Handeln? Auf dem Finanzmarkt, wenn Sie haben eine Wallet und haben die Möglichkeit, mit verschiedenen Sachen handeln, mit Rohstoffen, Aktien, Kryptowährungen, Öl, Gold, was auch so, ja, also ich habe auf dem Finanzmarkt. Ach so, ja, also ich habe Kryptowährungen gekauft. Boah, ist das nervig, ey, mit der doppelten Stimme da. Ja, dann? Wie dann? Ja, machen Sie mal weg, dass die Rückkopplung weggeht. Haben Sie, das bedeutet, Sie haben dann eine Wallet, ja? Weil Sie haben eine Kryptowährung gekauft, richtig, ja? Ja, die wurde ja dann automatisch erstellt. Welche Wallet haben Sie? Wie, welche Wallet habe ich? Eine Krypto-Wallet. Ja. Welche Wallet? Die hat Name, oder? Coinbase, Binance, Bitfinance. Ach so, die Plattform, die Broker-Plattform meinen Sie. Ja, das ist Binance. Ja. Ja, Binance haben Sie. Ja. Ja, und benutzen Sie jetzt immer noch, oder? Ja, was möchten Sie denn eigentlich? So, ich sehe im System, dass Sie haben sollen einfach MetaTrader für dieses Softwareprogramm einschalten, ja? Setzen Sie jetzt am Computer. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Hören Sie mich jetzt besser? Ja, ein bisschen. Jetzt ist besser. Setzen Sie jetzt am Computer. Können Sie vielleicht nicht so überbetont sprechen, sondern einfach sagen Computer statt Computer? Können Sie einfach Computer sagen? Ja. Ja. So, Computer. Also Computer habe ich, ja. Ist gut, ja? Ja, sitzen Sie jetzt am Computer, oder? Ja. Ja. Warten Sie bitte ganz kurz. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, was Sie denn eigentlich möchten. Was möchten Sie denn von mir? Was ist der Grund Ihres Anrufs? Sie sollen einfach ein Softwareprogramm auf Ihre Wallet einfach aktivieren, ja? Wenn ja, wer sind Sie denn? Von wo rufen Sie denn an? Vom Finanzmarkt rufen Sie an. Ach so, vom ganzen Finanzmarkt rufen Sie mich an, ach so. Vom ganzen Finanzmarkt, ja. Ah, ja. Kennen Sie dieses Programm, MetaTrader 5? Das ist ein Softwareprogramm. Kennen Sie das? Ja, habe ich schon mal gehört. Also kennen ist zu viel gesagt, aber habe ich schon mal gehört. Haben Sie schon gehört, ja. Warten Sie bitte ganz kurz. Ich soll jetzt warten, bis Sie mir endlich sagen, wer Sie sind und was Sie von mir wollen. Ah ja. Nein, schauen Sie, Finanzexperte wird jetzt Ihnen alles erklärt, okay? Was ist MetaTrader 5 und so weiter, okay? Ja, worum geht es denn überhaupt? Was wollen Sie denn überhaupt von mir? Sie haben schon gesagt, Sie haben Binance und auf diese Binance sollen Sie dieses automatische Programm einfach aktivieren. Was denn für ein automatisches Programm? Warum? Ja, und dann erkläre ich jetzt weiter. Warten Sie kurz. Ach so, ich soll das erst aktivieren und installieren, das Programm, und hinterher erklären Sie warum, oder was? Hallo? 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 Ja, guten Tag, hallo Herr Fall. Alles okay? Wie geht es Ihnen? Das geht Sie gar nichts an. Okay.
Sie denn bei uns registrieren? Ich, was für eine Registrierung? Was wollen Sie denn eigentlich? Ich will deine Frau ficken. Ach so. Ja? Hallo? Hallo, guten Tag, Lukas Hallers. Spricht am Apparat von der Firma Blockchain. Das ist die Überwachungsabteilung. Guten Tag. Und mit unserer Information, Sie haben am Finanzmarkt Geld investiert. Aber Sie können ja, jeden Tag aufs Neue. Ihre Balance und Ihre Profite abheben. Das ist korrekt, ja? Ja, es ist ja jeden Tag das Gleiche. Also, was soll das? Ja? Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Fall. Lukas Alas spricht am Apparat von der Firma Blockchain. Das ist die Überwachungsabteilung. Und mit unserer Information, Herr Fall, Sie wollten online Geld profitieren und dafür Geld auch investiert haben. Es ist korrekt, ja? Jetzt sagen Sie mir doch mal bitte, wie oft Sie noch anrufen wollen. Keine Antwort auf diese Frage. Ist doch schade. Ich dachte, er wollte mich anrufen, um sich mit mir zu unterhalten. Hallo? 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 Guten Tag. Hallo, good afternoon. It's Olivia. Olivia Nova calling you, sir. How are you doing today? Ja, fine. Can you, okay. You can speak English, yes? Ja, ja. Gucken okay, wir mal. Great. I am calling you, sir, today from Full Market because we are doing some analysis over the web. And for that reason, I would really like to ask you about your personal experience into online investments. Do you have any experience? Do you have any information? Well, what do you have to do with that? As I told you in the beginning, we are doing some analysis and I just want to share experiences here. I don't know, why not to give you some more information about this? I don't need more information. Just have a conversation together, okay? Just have a conversation together. So please, tell me if you have any experience, and if you do, what was your experience? Was it a good one, a bad one? What happened? And everything like that. I don't think that it should interest you. Why are you so... why are you acting like you're so far away? Why can't you just... I don't know you. Who are you? Of course. I told you I'm Olivia Novak and I'm calling you from Full Market. Yeah. I don't know you. So why should I tell you anything about my experiences on the market? Okay. Yeah. Okay. The company that I'm calling you from, sir, is called Full Market and we work under two departments. The investment department and the recovery department. And today we're calling people and asking them about their experience. Is it possible to... I know, do you feel comfortable now? I don't understand. What do you want from me? What can I do for you? Okay. Once again, in the beginning. No, I understood what you said, but I don't understand why you're calling me. What can I do for you? Okay. Hallo? Okay. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, Herr Krupa. Ja. Schönen Gruß an die Oma. Ja. Ja? Super. Hallo? Oh, hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Carolina und ich rufe Ihnen über Onlinehandel an. But they are Finanzunternehmen, just one financial. Hören Sie mich? Ja. Also, spreche ich heute mit dem Theodor, oder? Fall ist mein Name, Theodor Fall. Theodor Fall, ja, okay. Ja. Okay, können Sie mir sagen, bitte, haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel? Ich, ja, was verstehen Sie darunter? Also, ich rufe Ihnen heute, weil Sie eine Anmeldung in unserem Finanzunternehmen geschrieben haben.
Ich weiche wieder vom Leitfaden ab. Mit Ihren Daten? Ja. Okay, also können Sie mir sagen, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ja, was meinen Sie denn damit, mit Erfahrung? Also, wenn Sie schlechte Erfahrung haben, ich muss Ihnen helfen, für Geld rekuperieren. Ja, aber geben Sie doch mal ein Beispiel. Ich weiß ja nicht, was Sie genau meinen mit schlechter Erfahrung. Also, haben Sie Erfahrung mit Bitcoin, Kryptos? Verstehen Sie mir? Ja, schon. Aber was meinen Sie denn? Ob ich die mal gekauft habe und ob die seitdem einen Wert zugelegt hat? Oder was meinen Sie denn? Ich weiß ja nicht, worauf Sie hinaus wollen. Also, haben Sie Investitionen gemacht? Ja, was verstehen Sie unter Investitionen? Ich habe halt Bitcoin gekauft. Investitionen, ja, Bitcoin. Ja. Okay, ja. Und wie war Ihre Erfahrung? Ja, ich habe Bitcoin gekauft und es war eine ganz gute Erfahrung, ja. Aber es ist ja jetzt nicht so spektakulär, Bitcoin gekauft zu haben, oder? Sie haben verdienen oder verloren? Nein, ich habe Bitcoin gekauft. Okay, und wie welche Firma haben Sie gearbeitet? Mit gar keiner Firma, die habe ich selber gekauft. Okay, selber. Okay, ich habe sehr gut verstanden. Ich wünsche einen schönen Tag. Was ist jetzt der Grund Ihres Anrufs gewesen? Also, ich rufe jeden Tag die Leute, dass sie eine schlechte Erfahrung haben. Ihr Geld rekuperieren. Verstehen Sie mir? Nicht so richtig, nee. Also, wenn Sie eine Investition gemacht haben, und Sie haben Geld verloren. Okay? Und wir öffnen einen Prozess. Aber für diese Arbeit. Aber wie kommen Sie dann jetzt dazu, mich anzurufen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Okay, ich habe Ihnen zu rufen. Für Ihnen gefragt, wenn Sie haben schlechte oder sehr gute Erfahrung. Ja, aber Sie müssen ja irgendwo meine Telefonnummer herhaben und sagen, den rufe ich jetzt an. Und da ist jetzt meine Frage, was jetzt der Anlass des Anrufes war. Okay, ich habe Ihnen angerufen, weil Sie eine Anmeldung geschrieben. Das bedeutet, Sie haben ein Interesse über Ihren Onlinehandel gezeichnet. Ich habe irgendwie mich angemeldet oder was? Sie haben eine Anmeldung geschrieben, also ein Formular geschrieben. Okay, wo denn? Von welcher Firma rufen Sie denn an? Just One Financial. Sagt mir nichts. Just One Financial? Just One Financial. Just One Financial. Financial, ein amerikanisches Unternehmen. Ach, National. Ja. Just One Financial, oder was? One Financial. Das letzte Wort, können Sie das mal buchstabieren? Also just. Ja, just one. Das hatte ich verstanden. One. Das letzte Wort vielleicht mal buchstabieren. Financial. Ja, financial. Das bitte doch jetzt einmal buchstabieren, weil ich krieg's nicht hin. Okay, Theodor, Richard, Urlisch, Sarah, Theodor. Warten Sie mal, ich schreib mal mit. Also, das letzte Wort. Also, just one. Und dann? Friedrich, Ida, Nordpol. Ja. Anna. Ja. Nordpol. Ja. Cesar. Ja. Ida. Ja. Anna. Und Ludwig. Vorhin hatten Sie da auch irgendwie noch T wie Theodor Fall genannt, aber irgendwie... So, jetzt habe ich Sie vorhin gefragt, Just One Financial. Und da haben Sie gesagt, nee, ja, irgendwie anders. Ja, hätten Sie einfach nur Ja sagen müssen. Also, Just One Financial. Ja, Just One Financial, ja. Was heißt das Wort... Das ist unser Finanzunternehmen. Ja, was heißt das Wort Financial auf Deutsch? Finanzielle. Finanziell? Ja, ja. So, merkwürdiges englisches Wort. Just One... Okay, ich rufe wieder nach einer halben Stunde, weil ich habe eine Pause in dieser Zeit, okay? Aber was ist jetzt der Anlass Ihres Anrufs gewesen mit dieser Anmeldung oder so? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Also, Sie haben eine diese Anmeldung in unserem Finanzunternehmen geschrieben.
Ich kenne sie überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Nee, ich kenne sie nicht. Und sie sind ja auch nicht in der Lage, den Namen ihres eigenen Unternehmens, ne, richtig auszusprechen. Das heißt Just One Financial. Und sie haben immer gesagt Just One Financial. Und ja, da weiß ich nicht, ob ich sie auch kennenlernen möchte als Unternehmen. Entschuldigung für meine Aussprache. Ja, aber Sie müssen doch wissen, wie Ihr eigenes Unternehmen ausgesprochen wird. Also ich bitte Sie. Okay. Das ist meine Fehler. Okay. Ja. Einsicht ist immer der erste Schritt zur Besserung. Okay, ich wünsche einen schönen Tag. Ja, wie verbleiben wir nun? Okay, tschüss. Wie verbleiben wir nun und Sie sagen dann tschüss, oder wie? Hallo? Wie bitte? Ja, die Frage ist ja, wie verbleiben wir nun? Noch einmal? Ja, wie verbleiben wir beide jetzt? Was machen wir jetzt? Ich kenne Sie nicht, ich frage mich, wo Sie meine Telefonnummer her haben und mich dazu kommen, mich anzurufen. Also, für die letzte Mal bitte. Ich habe in meinem System Ihre Daten. Ihre Vornamen, Nachname, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse. Genau. Und mein Arbeiter ist das. Ich rufe jeden Tag die Leute, da schon verstanden, dass sie eine schlechte Erfahrung haben. So. Und da hätte ich jetzt ganz gerne gewusst, wie kommen denn die Daten auf Ihren Bildschirm da, den Sie da vor sich haben? Also Sie haben diese Meldung geschrieben. Haben wir doch gerade geklärt. Habe ich nicht gemacht. Dann müssen Sie die Daten ja irgendwo herhaben. Also, aber ich weiß das nicht. Okay. Ich habe diese Daten in meinem System und ich mache nur meine Arbeit. Okay. Dann machen wir das. Eine Mitarbeiterin. Okay. Sie hatten ja auch gesagt, Sie haben jetzt Pause. Dann regeln wir das Ganze so. Sie leiten mich bitte einmal weiter zu Ihrem Vorgesetzten oder zu einer entsprechenden Person, Datenschutzbeauftragter oder irgendwas, der dafür zuständig ist. Leiten Sie mich bitte einmal weiter. Also, wir haben mir gesagt, dass Sie haben eine sehr gute Erfahrung, oder? In Bezug auf was jetzt? Also, Sie haben eine sehr gute Erfahrung mit Onlinehandel. Sie haben Geld verdienen. Ich habe von Geld verdienen im Onlinehandel nie gesprochen. Es geht darum, die Frage ist doch, warum haben Sie jetzt meine Daten? Und dann möchte ich, dass Sie mich in Ihrem Haus mit einem zuständigen Mitarbeiter oder Sachbearbeiter da verbinden. Okay, ich bedanke Ihnen für diesen Anruf. Ja, verbinden Sie mich jetzt weiter. Entschuldigung für die Störung. Hallo? Hören Sie mir zu? Verbinden Sie mich jetzt weiter, bitte? Wie bitte? Ich möchte gerne, die Sache muss ja geklärt werden. Irgendwo müssen Sie ja die Telefonnummer und meinen Namen herhaben. Und die Sache möchte ich jetzt gerne klären. Und möchte dazu bitte mit einem entsprechenden Mitarbeiter, der dafür zuständig ist, aufgelegt. So, also dieses Gespräch, das muss man sich doch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Die ruft mich an und möchte was von mir. Muss natürlich, wenn sie bei der Firma in Anführungsstrichen angestellt wird, ja auch gewisse Kriterien erfüllen. Unter anderem sollte man ja so gut Deutsch können, dass überhaupt zu verstehen ist, was möchte der Anrufer eigentlich? Und um jetzt rauszukriegen, was möchte sie eigentlich, habe ich das Ganze hier wirklich nochmal aufgeschrieben und ich werde jetzt das, was sie gesagt hat, hier nochmal 1:1, mehr oder weniger 1:1 vorlesen. Und vielleicht kriegen wir dann raus, was sie eigentlich genau wollte. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Carolina und ich rufe Ihnen über Onlinehandel an. Hören Sie mich? Also spreche ich heute mit Herr Theodor, oder? Theodor Fall, ja, okay. Okay, können Sie mir sagen bitte, haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel? Also ich rufe Ihnen heute, weil Sie eine Anmeldung in unsere Finanzunternehmen geschrieben haben. Mit Ihren Daten. Okay, also können Sie mir sagen, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Also wenn Sie schlechte Erfahrungen haben, ich möchte Ihnen helfen. Für Ihre Gelder kooperieren. Also haben Sie Erfahrung mit Bitcoin, Kryptos, verstehen Sie mir? Also habab, haben Sie Investitionen gemacht? Diese Investitionen, ja, Bitcoin, okay, ja. Und wie war Ihre Erfahrung? Sie haben fett verdienen oder verloren? Okay, und wie, welche Firma haben Sie gearbeitet? Okay, sehr gut, selber, okay. Ich habe sehr gut verstanden. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Also ich rufe jeden Tag die Leute, dass sie eine schlechte Erfahrung haben, die ihre Geld rekuperieren. Verstehen Sie mir? Also, wenn Sie eine Investition gemacht haben und Sie haben Geldsätze verloren. Okay,
und wir eröffnen einen Prozess für diese Arbeiten. Okay, ich habe Ihnen zu rufen für Ihnen gefragt, wenn Sie haben schlechte oder sehr gute Erfahrung. Okay, ich habe Ihnen angerufen, weil Sie eine Anmeldung geschrieben. Das bedeutet, Sie haben ein Interesse über in Onlinehandel gezeichnet. Verstehen Sie mir? Sie haben eine Anne an Anmeldung geschrieben, also eine Vorformular geschrieben. Just One Financial. Trust One Financial. Financial, eine amerikanische Unternehmen. Financial, Just One Financial. Financial, Financial. Okay, Theodor, Richard, Ullisch, Sarah, Theodor ein. Friedrich, Ida, Nordpol, Anna, Nordpol, Cäsar, Ida, Anna und Ludwig. Ja, Just One Financial, ja, das ist unsere Finanzunternehmen. Financial ist Englisch und heißt auf Deutsch Finanziele. Okay, ich rufe Ihnen wieder nach einer halben Stunde, weil ich habe eine Pause in diese Zeit, okay? Also, Sie haben dann eine mit dieser Anmeldung in unsere Finanzunternehmen geschrieben. Verstehen Sie mir? Also, ich habe hier keine Zeit mehr. Wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Okay, Entschuldigung für meine Aussprache. Entschuldigung, ich arbeite hier schlecht. Okay, 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 das ist meine Fehler. Okay, Entschuldigung, Fehler. Okay, ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Okay, tschüss. Wie bitte? Also für die letzte Mal bitte. Ich habe in meinem System Ihre Daten. Ihre Vorname und Nachname, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und meine Arbeit ist das. Ich rufe jeden Tag die Leute, dass sie eine schlechte Erfahrung haben. Verstehen Sie mir? Also Sie haben diese Anmeldung geschrieben. Also ich weiß das nicht. Ich habe diese Daten in meinem System und ich mache nur meine Arbeit. Ich bin nur eine Mitarbeiterin. Also Sie haben mir gesagt, dass Sie haben eine sehr gute Erfahrung, oder? Also Sie haben eine sehr gute Erfahrung mit Onlinehandel. Sie haben Geld verdienen. Ich bedanke Ihnen für diesen Anruf. Entschuldigung für die Störung. Entschuldigung für die Störung. Wem klar geworden ist, was sie überhaupt wollte, der möge es mir sagen. Ich hab's auch nach mehrmaligem Lesen und Durcharbeiten nicht verstanden, aber dafür war es natürlich Poetik vom Feinsten. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Tschüss.